Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen heute mit dem Modul 13 aus dem Block 4 oder besser mit dem Block 13 aus dem Modul 4 weitermachen und möchten uns die Agenda 21 auf lokaler Ebene, also die lokale Agenda 21, anschauen. Wir haben schon gesagt, Agenda aus dem Lateinischen, das was zu tun ist, 21 einfach für die Aufgaben, die das 21. Jahrhundert als Schwellenjahrhundert, eigentlich ja sogar als Schwellenjahrtausend für uns bereithält, hat natürlich auch eine lokale Ausprägung und wir haben also einfach die Entwicklung vor Ort. Wir sprechen bei der Agenda von einem weit über die Fragen der Umwelt hinausgehenden gesellschaftspolitischen Veränderungsprozess, weil das, was wir sozusagen in den Gehirnen der Menschen verankern können, dann sich auch in materielle Dinge umsetzen lassen. Das ist ein alter Spruch, den die Marxisten auch immer gekannt haben. Es wird etwas zur gestaltenden Kraft, wenn es die Gehirne der Leute umfasst. Es wird also dann tatsächlich auch zu Umsetzungen kommen. In einem lokalen Agenda 21-Prozess erarbeiten eben Gemeinden oder und Regionen mit dem Bürger ihren eigenständigen Weg. Ich glaube, dass man unter der lokalen Agenda 21 auch durchaus ein Mittel sehen kann, die von uns so mit Zähnen und Klauen verteidigte Gemeindeautonomie auch nach oben hin abzusichern und diese ganze Frage zu stabilisieren. Wir möchten also mit der Agenda 21, mit diesem lokalen eigenständigen Weg, einen nachhaltigen Weg in Richtung Lebensqualität beschreiten. Lokale Agenda 21 soll also Zukunftsperspektiven verdeutlichen, die über die kurzfristigen Planungshorizonte der einzelnen Gemeinden, die es bisher gegeben hat, und einzelne Sachthemen hinausgehen. Wenn man das also jetzt ganz kurz zusammenfassen möchte, ist die lokale Agenda 21 ein Handlungsprogramm zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung auf örtlicher Ebene der Städte und Gemeinden. Nachdem sich also zu diesen Gesamtzielen ja über 178, also nicht über, sondern genau 178 Länder verpflichtet haben, hat man also auch versucht, dieses hehre Ziel herunterzubrechen auf die Ebene der Akteure. Und ich habe schon sagen dürfen, dass die Agenda 21 40 Kapitel umfasst und im Kapitel 28 dieses sehr umfangreichen Dokumentes, es ist also auch auf PDF aufrufbar, hat über 340 Seiten, da seht ihr also das Vorlesungsskriptum gesprengt, wenn wir hier die 340 Seiten auch beigelegt hätten. Aber man kann es jederzeit sich im Internet unter lokale Agenda oder Agenda 21 eingeben, gibt es eine PDF-Datei, kann man sich die 340 Seiten vor Augen führen. Also in diesem Kapitel 28 fordert die Agenda eben Gemeinden, Städte, Kommunen auf, einen Dialog und die Konsultation mit ihren Bürgerinnen aufzunehmen und eben eine eigene lokale Agenda 21 zu erarbeiten. 6% der österreichischen Gemeinden sind diesem Aufruf bisher gefolgt und erarbeiten oder haben erarbeitet mit ihren Gemeindebürgern gemeinsam diese lokale 21. Und jetzt zitiere ich den Artikel 28. Da viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebene zurückzuführen sind, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der in der Agenda enthaltenen Ziele. Also ganz deutlich auch eine politische Proklamation, das muss keine Fremdwörter verwenden, wenn man es da nicht sagen kann, also eine politische Erklärung, dass also die Bedeutung der Gemeinde auch in diesem Dokument, das ja auf Regierungsebene verabschiedet worden ist, entsprechend darlegt. Und es wird dann auch in der Agenda, also in diesem Artikel 28 ausgeführt, dass Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche, soziale und ökologische Infrastruktur. Diese Kommunen überwachen den Planungsablauf, entscheiden über die kommunale Umweltpolitik, über kommunale Umweltvorschriften und wirken außerdem an der Umsetzung der nationalen und regionalen Umweltpolitik mit. Und dann bitte der schöne Satz, als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer Sensibilisierung für eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung.
Schon aus diesem Grund glaube ich, dass wir als kommunalpolitische Mandatare und Manager diese Agenda 21 besonders berücksichtigen sollten, weil sie genau das ausformuliert, was wir ohnehin schon wissen, aber auch eine Legitimierungsgrundlage sozusagen bietet, wo wir auf die Bedeutung hinweisen können, wenn wir eben sagen, und das wussten wir ja, wenn wir uns auf die Definition von Kommunalpolitik noch erinnern können, wo wir gesagt haben, in der Mehrebenengliederung ist die Gemeinde die kleinste sich selbst organisierende politische Einheit. Das wird auch hier angesprochen. Die Gemeinde ist die kleinste politische sich selbst organisierte, weil sie auch dem Bürger am nächsten befindlich ist und sie ist natürlich auch gleichzeitig eine Verwaltungsebene, wo Tätigkeiten vorgenommen werden. Dass wir als Gemeindevertreter eine ganz entscheidende Rolle in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung spielen, haben wir ja schon ausgeführt. Und dass es nirgends so sehr sozusagen zu einer Bürgerbeteiligung kommen kann, wie im unmittelbaren Lebensraum, ist auch klar. Also die wenigsten Bürgerinitiativen richten sich gegen Landesvorhaben. Natürlich wird der Kraftwerksbau, der als nationale Anstrengung unternommen wird, oder ein ungelöstes Verkehrsproblem, das über örtliche Interessen bemüht oder berührt, zum Kristallisationspunkt neuer sozialer Bewegungen, Bürgerinitiativen, verschiedenster Aktivitäten. Aber die Regel ist doch die, dass die Gemeinde als unmittelbar erlebter Lebensraum, so wie es in der lokalen Agenda 21 auch ausgeführt wird, hier den Grundstein legt. Die lokale Agenda 21, jetzt haben wir sie sehr positiv beschrieben und haben also darauf hingewiesen, was diese lokale Agenda 21 alles ist und welche Dinge hier gemeinsam mit den Bürgern sozusagen entwickelt werden sollen. Ist das jetzt wieder so eine Geschichte, wo wir eh schon Fünfe haben, dasselbe Hurt, halt anders bezeichnet. Wir gießen neuen Wein in alte Flaschen oder nehmen wir neue Flaschen und dann den alten Wein hinein. Es gibt also hier eine ganz nette Aufstellung vom Diplom-Ingenieur Hummer von der Oberösterreichischen Akademie für Umwelt und Natur, der die lokale Agenda 21 mit dem örtlichen Entwicklungskonzept unter der Dorferneuerung in Verhältnis setzt. Ich glaube, da sollten wir auch ein paar Minuten nutzen und uns dieser Gliederung oder dieser Gegenüberstellung ein bisschen nähern. Er hat das mit einem Satz beschrieben: Wenn über die gemeinsame Melodie Klarheit herrscht und jeder Musiker seinen Part kennt, kann aus Solisten ein Orchester werden. Er ist also der Meinung, dass man gemeinsam diese Probleme lösen sollte. Natürlich ist jeder Solist ein Einzelkämpfer. Wir kennen ja diese Unterschiede immer zwischen den Teams, den Teamspielern und diesen Stars in den Fußballmannschaften. Wenn sie nicht aufeinander eingespielt sind, dann nutzt der größte Star nichts und das kann auch ein Team, wo es nicht lauter herausragende Solisten gibt, also auch wunderbar zusammenarbeiten. Wir bemühen solche Bilder immer, wenn wir diesen Teamgeist und diese Gemeinsamkeiten beschwören möchten. In dem Fall ist es auch ein schöner Vergleich und darum habe ich Ihnen den nicht erspart. Wenn wir jetzt verschiedene Instrumente der Gemeinde- und Regionalentwicklung ansehen, so meint Hummer, gelingt diese gemeinsame Melodie aller Beteiligter nicht so, weil wir vielleicht dieses Zusammenspiel doch nicht mit allen Akteuren machen, die mitspielen wollen, oder weil wir dieses neue Ensemble, das wir hier bilden müssen, noch gar nicht kennen und daher vielleicht das eine oder andere Problem haben. Oder sagen wir, ja, lokale Agenda 21 klingt sehr schön, ist auch festgelegt und so dekretiert möglicherweise, aber wir kennen das Instrumentarium nicht, heben wir es uns auf. Wir sagen nicht, dass wir es nicht machen, wir sagen ja, aber später. Das ist die höflichste Form des Neins, die man in der Politik erlebt, ist immer ja, aber. Damit brauche ich nicht Nein sagen, aber ich verschiebe es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn wir aber jetzt also diese Agenda 21 eben abgrenzen wollen, dann dürfen wir das gegenüber dem örtlichen Entwicklungskonzept und der Dorferneuerung und der lokalen Agenda 21 eben, wie verhält sich das untereinander? Und fangen wir mit Hummer an, das örtliche Entwicklungskonzept mit der lokalen Agenda 21 zu vergleichen. Er selber meint, das örtliche Entwicklungskonzept ist die Pflicht, da gibt es also die entsprechenden Vorschriften dafür, die lokale Agenda 21 ist die Kür. Und er sagt, das örtliche Entwicklungskonzept betrifft also die räumliche Struktur,
die lokale Agenda 21 die grundsätzlichen Denk- und Handlungsstrukturen. Das geht also über die räumliche Strukturierung im örtlichen Entwicklungskonzept hinaus. Das örtliche Entwicklungskonzept ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Instrumentarium für die Gemeinden. Das wissen wir, dass wenn wir heute Grundstücksbevorratungen durchführen wollen, wenn wir ein bisschen preisstabilisierend auf Grundstückspreise einwirken wollen, wenn wir auf Bürger oder wenn wir Bürgern ein Angebot auf Rückwidmung machen wollen, dann ist das also im örtlichen Entwicklungskonzept also schon spannend vorgegeben. Wir kennen alle diese Beispiele. Jemand geht zur Gemeinde hin und sagt, ich möchte umwidmen, ich möchte ein Betriebsansiedlungsgebiet aus meinem Grünland machen, dass die Gemeinde sagt, gerne, aber du verpflichtest dich also vorher schon für den Grundstücksverkauf einen Preis von Y nicht zu überschreiten. Nur wenn du dieses Vertragsverhältnis eingehst, sind wir bereit, im Gemeinderat die entsprechende Umwidmung vorzunehmen. Führt natürlich oft zu Konflikten, weil der Bürger sagt, das greift in meine Eigentumsfreiheit ein, ich bin hier nicht mehr Herr und unbeschränkter Herr meines Eigentums, ich lasse mir von der Gemeinde die Preise nicht vorgeben. Da sagt man, naja, in Wirklichkeit bist du Eigentümer von einer Grünfläche und nicht ein Eigentümer eines Betriebsbaugebietes. Wenn wir dir jetzt sozusagen eine Ver-15-Ver-20-Fachung deines Wertes ermöglichen, dann wollen wir aber nicht, dass die Preise explodieren oder wir wollen nicht, und gerade solche Preisreglementierungen spielen sich im Wohnbau eine große Rolle, wir wollen nicht, dass also dann Bauland unerschwinglich wird. Also das muss ein faires Geben und Nehmen zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft sein. Solche Dinge werden in örtlichen Entwicklungskonzepten gerne vorbereitet. Wir sind in diesem örtlichen Entwicklungskonzept, wie Hummer meint, in der Pflicht. Die lokale Agenda 21 geht darüber hinaus. Faktum ist ja auch, dass das örtliche Entwicklungskonzept von den Experten gestaltet wird. Das wird also in der Regel von den Organen der Gemeinde vorbereitet, mit den verschiedenen Entscheidungsträgern abgestimmt, aber die Mitwirkung des einzelnen Bürgers ist also überschaubar. Nur dort, wo er unmittelbar Betroffener ist oder wenn er dann die Folgen spürt, dass wir zu ihm hingehen und sagen, guter Mann, du bezahlst, wir haben hier eine Baulücke, das ist gewidmet, du verkaufst nicht. Wir müssen die Baulücke immer mitnehmen, wann wir irgendwelche Infrastrukturleistungen erbringen. Wir müssen daran vorbei den Kanal legen und so weiter. Wir schreiben dir auch schon Aufschließungsbeiträge vor, die du dann bezahlen musst, solange nicht ungewidmet ist. Wir rechnen es dir zwar dann im tatsächlichen Verkauf an. Also wir wollen sozusagen gewidmete Flächen nicht nur bevorratet haben, sondern echt der Konsumation zuführen. Wenn das nicht ist, dann wollen wir wenigstens Infrastrukturbeiträge bekommen, weil es sonst eine zu teure Infrastruktur ist. Aber das legen eigentlich die Experten fest, während die lokale Agenda 21 einen Anspruch hat oder den Anspruch lebt, dass die Bürger, die damit betroffen sind, in der Gemeinde entsprechend mitwirken sollen. Ich glaube, dass die spannende Herausforderung für den Public Manager in diesem lokalen Agenda 21 Prozess die Frage ist, wie werden die Bürger zu Experten? Oder sind Bürgerexperten? Oder wie gehen wir damit um, dass wir Expertenstatus sozusagen ja in den öffentlichen Diskussionen eigentlich auf kommunaler Ebene haben und damit vielleicht kein echter Bürgerbeteiligungsprozess zustande kommt? Wir kennen ja immer die informalen Führer in der Gruppe, also wer die organisationssoziologischen Untersuchungen von Luhmann kennt, das ist ja jedem bewusst, dass wir zwischen einem formalen Führer und einem informalen Führer unterscheiden können. Der formale Führer ist der Häuptling, der Goldfasan, wie man das bei diesen Bundesjahr und sonstigen Körpern nennt, der Bürgermeister, der formale Führer. Der informale Führer muss nicht immer mit dem formalen Führer übereinstimmen, nicht? Das könnte also auch der Gemeindesekretär zum Beispiel sein. Oder jemand anderer, der formal in der Gruppe nicht wirklich der Führer ist, aber inhaltlich der Führer ist und ohne den es nicht geht. So ist es ja auch, wenn wir tatsächlich Bürgerbeteiligungsprogramme sozusagen anbieten und dann schon in Häppchen den Bürger sozusagen vorinformieren. Der Experte von der Gemeinde und vielleicht sogar vom Bezirk oder vom Land, geförderte Unternehmensberater dann mit PowerPoint und Flipchart arbeitend, schon alle möglichen Untersuchungen präsentiert und sagt, ist eh keiner anderer Meinung. Oder so wie hier, wo der Vortragende also immer so die Illusion einer echten Diskussion schon innerhalb des Vortrages, außerhalb machen wir es dann eh,
sozusagen lebt, also genau diese Dinge, wo man, ist das dann wirklich ein Dialog oder ist es eine einseitige Kommunikation und sind wir dann ein bisschen von der Bürgereinbindung weg? Wie kann ich jetzt Bürgern zu Experten machen? Gibt es da nicht auch Informationspflichten, dass wir sagen, naja, wissen Sie was, Frau sowieso, Corbinia Yamatala oder was, Sie reden überall mit, aber keine Ahnung. Ja, also, dass man nicht mit dem Fachwissen oder mit dem Sachverständigen Status dann also hier Bürger erschlägt. Also ich stelle es einmal nur in den Raum. Spannende Herausforderung ist eben, wie mache ich den Bürger zum Experten? Und ich glaube, dass man daran auch in diesen lokalen Agenda 21 Prozessen gemeinsam wachsen kann. Humamind, örtliches Entwicklungskonzept und lokale Agenda 21 können, wenn richtig gemanagt, eine optimale Ergänzung ergeben. Wenn wir jetzt die Dorferneuerung mit der lokalen Agenda 21 vergleichen, dann gibt es hier zwei Gemeinsamkeiten, die Bottom-up-Orientierung und die Bürgerbeteiligung. Wir haben also dieses Prinzip, es ist ja eigentlich ein Management-Prinzip, schon im Modul Betriebswirtschaftslehre kennengelernt, wo wir unterschieden haben die Führungsprinzipien Bottom-up und Top-down. Vielleicht sollten wir uns die Wiederholung dient der Einprägung noch einmal anschauen. Mit Begriffen Bottom-up und Top-down haben wir also wichtige Planungs- und Kommunikationsprinzipien im modernen Verwaltungsmanagement, also Sie erinnern sich, wir haben das über Management-Führungsmethodik gelernt, bezeichnet. Der Bottom-up-Ansatz wird von unten nach oben gelebt, vom Speziellen zum Allgemeinen, vom Detail zum Gesamten. Beim Top-down wird von oben nach unten vorgegangen, indem also von Aggregaten ausgegangen wird, die entweder faktisch oder durch Führungsentscheidungen einen festen Planungsrahmen definieren. Das ist ja genau das Phänomen, wo wir gemeint haben, bei der Bildung politischer Netzwerke, bei der Nutzung politischer interkommunaler Zusammenarbeit, sollten wir diesen Bottom-up-Prozess nutzen, von unten nach oben. Wir wollen gemeinsam mit anderen Gemeinden eine Region entwickeln und uns das nicht top-down vom Land vorgeben lassen, weil wir uns damit unserer eigenen Mitgestaltungsmöglichkeit begeben, uns also sozusagen über Zuckerbrot und Peitsche gleichzeitig, nämlich der Zuwendung der finanziellen Fördermittel des Landes, in eine Richtung zwängen lassen, die wir gar nicht wollen. Beispiel sind also die Finanzvorgaben für die Fachbereiche im Rahmen der Budgetierung. Wenn ich sage, das Geld habt ihr zur Verfügung, dann leite ich von oben nach unten. Das ist ganz klar. Mit beiden Verfahren kann man erfolgreich arbeiten, man kann sie auch miteinander verbinden. Das kann man also hier in verschiedenen Beispielen sehen. Es ist so, dass sich die Standardprozesse, also meistens mit dem Down-Up-Prinzip beschreiben lassen, wird hier ausgeführt. Grundsatzentscheidungen werden top-down geregelt, Vorgabe von oben, und die Prozess- und Produktoptimierung erfolgt dann von unten nach oben. Ich meine, diese ganzen Prinzipien sind ja nichts Neues. Beim Bundesheer kann ich mir erinnern, dass wir unterschieden haben zwischen Benachrichtigung und Information zum Beispiel. Also es ist immer die Frage, wer gibt bekannt oder die Information geteilt in Benachrichtigung und Lagebild. Oder wir haben gesagt, also wir melden von unten nach oben, der Kommandant informiert von oben nach unten. Also diese Entscheidungen sehen wir hier auch wieder. Aber ich will jetzt da nicht zu breit werden. Bei der Dorferneuerung und bei der lokalen Agenda 21 möchten wir sozusagen von unten nach oben die Bürger mit einbinden. Er meint, dass die Dorferneuerung etwas bewahrt, also ein eher konservativerer Ansatz ist. Konservare heißt irgendwie das Gute bewahren, wobei das nicht notwendigerweise heißt, dass das altvaterisch ist oder was immer. Aber es ist halt doch ein etwas möglicherweise vergangenheitsbezogener Bereich, während die lokale Agenda 21 zumindest von der Idee her zukunftsbezogen ist. Wir wollen die Dorferneuerung also in der Regel auf die baulichen Strukturen und den öffentlichen Raum beschränken, während die lokale Agenda 21 zur Integration eben dieses Leitprinzips Nachhaltigkeit in alle Lebensbereiche verwendet wird. Dorferneuerung ist eigentlich vom Anspruch her auch dörflich, also lokal begrenzt. Die lokale Agenda 21 ist natürlich eine lokale Einrichtung, sie hat aber als gesellschaftspolitisch veränderter Prozess
bis hin also zu globalen Auswirkungen. Wenn wir uns noch einmal diese drei Bereiche, die wir kennengelernt haben, anschauen, wo wir gesagt haben, es geht weit über die Umwelt hinaus, es umfasst auch die Wirtschaft und die Gesellschaft, dann meint man das also auch auf den verschiedensten Ebenen der Struktur. Beide Instrumente wie die Dorferneuerung und die lokale Agenda 21 dienen der Stärkung der kleinen Einheiten und sind unverzichtbar. Im Sinne der Gemeinden und Regionen sind die Vertreter von Bund und Ländern gefordert, Klarheiten herzustellen, Schnittstellen zu definieren und Synergien zu öffnen. Und der Diplom-Ingenieur hat dann geschlossen, die Musik der Zukunft erfordert immer mehr die Fähigkeit zum gemeinsamen Spiel und immer weniger die Perfektion im Solo. Also er betont eigentlich die Zusammenarbeit eines Teams zugunsten einer Herauskristallisierung der einzelnen Experten in diesen Bereichen. Ich glaube, das ist also eine ganz spannende Geschichte. Wenn wir uns jetzt sozusagen einen lokalen Agenda 21-Prozess implementieren wollen, dann müssen wir ganz grundsätzlich einmal ein Leitbild erstellen. Ich meine, wir reden über Entwicklung und Nachhaltigkeit und haben keine Ahnung, wohin. Das ist so das Prinzip. Wir wissen zwar nicht, wohin, so der Pferd mit seiner Maschine, sondern aber dann schneller unterwegs. Also das ist nicht das Prinzip. Wir brauchen ein Leitbild, das also neben der Umsetzung von Maßnahmen eben das Kernstück eines lokalen Agenda 21-Prozesses ist. Vielleicht sollten wir uns nur mal ganz kurz vor Augen führen, was eben ein Leitbild ist und was man darunter verstehen kann. Ein Leitbild beschreibt einen gewünschten zukünftigen Zustand und beinhält in der Regel visionäre Elemente. Also es ist schon irgendwo eine Vorgabe, ein Ziel. Wir haben das im Bereich des Managements ja gelernt, Führung durch Zielvereinbarung, dass wir also mit jemandem gemeinschaftlich unsere Ziele abstecken und so werden ja auch Leitbilder in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. In einem lokalen Agenda 21 Leitbild werden auch Werte beschrieben, nach welchen die Entscheidungen und Handlungen in der Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung des im Leitbild beschriebenen Zustandes ausgerichtet sind. Das heißt, das Leitbild wird zu einer Oberprämisse der Entscheidung und des Handelns aller Akteure einer Gemeinde oder einer Region. Wir wissen, dass die gesamte Verpflichtung, die aus dem Agenda-Prozess herauskommt, eine Selbstverpflichtung ist, eine Verpflichtung auf freiwilliger Basis, also keine oktroyierte, von oben vorgegebene, aufgezwungene Entwicklung, sondern eine, die man sich persönlich eben geben möchte und die von diesem, wir haben es schon gesagt, bottom-up gemacht wird. Die Ausrichtung und Orientierung am Leitbild beschleunigt den Entwicklungsprozess bzw. erhöht die Chance, den gewünschten Zustand zu erreichen. In Wirklichkeit ist es ja auch dieser Führungskreislauf, den wir schon kennengelernt haben. Es gibt sozusagen ein Ziel, das wir definieren. Dieses Ziel im Managementkreislauf genannt, kann jetzt ein Ziel sein wie Gewinnerzielung, wie Umsatzsteigerung. Wenn ich das Ziel definiert habe, dann habe ich mehrere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, kann verschiedenste Maßnahmen treffen und Managementaufgabe ist es ja aus diesen verschiedenen Möglichkeiten und Maßnahmen nach dem Erwägen, was das Bessere ist, eine Entscheidung zu treffen, mit welchen Maßnahmen wollen wir das gemeinsame Ziel erreichen. Dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, welche Maßnahmen wir nehmen, müssen diese Maßnahmen umgesetzt werden, Managementkreislauf, wenn wir uns erinnern, und dann wird die Umsetzung des Ganzen noch kontrolliert. Jetzt stelle ich fest, bei diesem Kontrollieren der Maßnahmen, Umsetzung, da habe ich ein paar Probleme, ich kann das Ziel auf diesem Weg nicht erreichen oder nicht in der Zeit erreichen oder nicht wirtschaftlich genug erreichen, die Effektivität, die Produktivität sind hier nicht ausreichend, dann korrigiere ich im Rahmen des Kontrollprozesses, gebe neue Ziele vor und das Ganze fängt sozusagen im ewigen Managementkreislauf wieder von vorne an. Ähnlich muss man sich die Implementierung eines lokalen Agenda 21-Prozesses vorstellen. Wir definieren einmal das Ziel, erarbeiten das gemeinsam in der lokalen Agenda 21, beschreiben auch die Werte, nach denen wir vorgehen wollen und setzen also jetzt diese Maßnahmen oder beschreiben die Maßnahmen, die wir dann umsetzen wollen, um dieses im Leitbild beschriebenen Zustand erreichen zu wollen, hinein. Jetzt können wir natürlich Gas geben, das ist also die Kontrolle. Wir haben damit die Möglichkeit, diesen Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Wir können also damit auch die Chancen erhöhen, dass das Ganze nicht einschläft, sondern tatsächlich
zu einem guten Ende geführt wird. Wir haben noch die Fragen eben Nutzen und Funktion eines Leitbildes. Zudem können wir uns dann auch noch beschäftigen. Ein Leitbild dient der Zielbestimmung. Wohin möchte eine Gemeinde, wohin möchte natürlich auch ein Unternehmen der Zukunft? Ein Leitbild haben wir ausgeführt, definiert Ziele. Gibt es auch eine Definition von Stähle, der sagt, Ziele beschreiben ganz allgemein einen gewünschten zukünftigen Zustand, den eine Organisation, ein Unternehmen oder eine Gemeinde zu erreichen versucht. Also wissen wir, wenn wir ein solches Leitbild implementieren wollen, welche Ziele wir umsetzen möchten. Ich darf jetzt dazu noch auf eine Unterlage verweisen, die wir ausgegeben haben. Es hat nämlich die Landesumweltkonferenz am 9. Oktober 2003 eine gemeinsame Erklärung zur lokalen Agenda 21 in Österreich abgegeben. Das waren also die Landesumweltreferenten, also eine auf Regierungsebene der Bundesländer vom Umweltminister Diplom-Ingenieur Bröll koordinierte Geschichte. Und hier sieht man eben, dass die Umweltreferenten der Länder festgestellt haben, dass es bereits 5000 solche Gemeinden europaweit gibt, die diesen lokalen Agenda-Prozess 21 gestartet haben, dass sich auch die Landesumweltreferenten von dem Beginn eines solchen Umsetzungsprozesses einiges erwarten und also einen Nutzen in eigentlich mehrfacher Hinsicht wollen, dass die Landesumweltreferenten gewisse Mindeststandards natürlich formulieren, dem ein solcher Prozess genügen muss. Sie sagen also, dass der Agenda 21-Prozess klar strukturiert und so weiter eben erfüllen muss. Es wird hier genau beschrieben, wie man auch für das Thema sensibilisieren könnte, wie man also gemeinsam auch Ziele des Bundes mit einbeziehen könnte und was man ganz grundsätzlich von dieser nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume auch erwartet. Für uns vielleicht ganz interessant ist, dass wir die Ansprechpartner jener Damen und Herren, die sozusagen die Verantwortung in den einzelnen Bundesländern tragen für den lokalen Agenda 21-Prozess in der Unterlage finden. Das heißt, sollte eine Gemeinde, die von Ihnen hier vertreten wird, sich dafür interessieren, finden Sie also die Namen der Landesbeauftragten in der Unterlage. Es gibt auch eine Expertengruppe, die sich hier gebildet hat. Da ist dieser Diplom-Ingenieur Hummer, den ich dort zitieren durfte, mit seinen Abgrenzungsfragen der lokalen Agenda zur Dorferneuerung und zu dieser zum örtlichen Entwicklungskonzept ja schon vorgeschrieben. Ich möchte jetzt auch den Grundkonsens zur lokalen Agenda 21 in Österreich nicht durchlesen oder nicht vorlesen. Den finden Sie auch. Was sind eben die Ziele einer lokalen Agenda? Wer wird durch die lokale Agenda 21 angesprochen? Wie läuft ein so lokaler Agenda-Prozess 21 ab? Ich glaube, dass das von Ihnen also tatsächlich ganz selbstständig hier durchgearbeitet werden kann. Wenn Sie vorschlagen, dann würde ich sagen, diese Aufgabe Agenda werden wir sozusagen zu einer Hausübung machen, damit sich das also jeder in Ruhe dann durcharbeiten kann. Sollten Fragen zu diesem Agenda oder lokale Agenda 21 Prozess auftauchen, dass wir das also über die Möglichkeit lösen, dass an die Studienleitung ein E-Mail geschickt wird. Ich darf nur mal sagen, geht ganz einfach, office@hans-sachs-institut.at, können Sie ein E-Mail schicken und die Studienleitung wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, falls Sie zusätzliche Unterlagen dazu benötigen. Diese Zeit, die Sie sozusagen jetzt in Ihre Hausarbeit mit hineinnehmen, verschafft uns die Möglichkeit, dass wir gleich das Thema Leitbild in der Gemeinde mit abhandeln. Ich glaube auch, dass das vom Zeitlichen möglich ist, weil wir das Thema Leitbild ja auch bei Professor Bracher schon ein bisschen angesprochen haben. Wenn wir also bei diesem lokalen Agenda 21-Prozess, den Sie ja aufgrund der mitgegebenen Unterlage noch einmal näher und vertieft kennenlernen können, haben wir gesagt, ist ursprünglich daran gedacht, ein Leitbild einzurichten, das eine Zielbestimmungsfunktion hat.
Weiß ich nicht, wohin ich will, kann ich auch nichts unternehmen, um dorthin zu kommen. Das ist banal, aber es ist genau so, wie wir es ausgeführt haben. Daher hat das Leitbild eine Art Orientierungsfunktion, eine Orientierungshilfe. Das hilft uns also in den verschiedensten Situationen zu einem klar formulierten Ziel zu kommen und auch die Chance aus diesem ganzen Dschungel an Unterlagen, aus angebotenen Dienstleistungen und Produkten das Richtige zu finden. Ganz wichtig im Leitbild ist auch die Funktion, eine Identität zu schaffen. Leitbild sind einzelne Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten zukünftigen Zustandes von Akteuren umzusetzen, die sich auch während dieses ganzen Erarbeitungsprozesses kennengelernt haben. Das ist uns ja auch mittlerweile nicht fremd, dass man einfach aufgrund der Zusammenarbeit in einem solchen Lehrgang ganz einheitliche Identitäten schafft, bei aller Unterschiedlichkeit. Man weiß schon, mit wem man es zu tun hat und wie weit man hier gemeinsam bei der Umsetzung eines Leitbildes arbeiten kann. Wenn sich also der Bürger und der Gemeindeexperte, der Politiker, der Souverän begegnen, kann das sehr spannend werden. Ein Leitbild wirkt natürlich nicht nur nach innen, sondern hat ja auch eine Art konstituierende Funktion nach außen. Es ist also für jeden ersichtlich und solche Leitbilder sind ja dann, und das wissen wir, die werden im Gemeindeamt aufgehängt oder wenn eine Gemeinde nach einem langen Prozess ein Leitbild erarbeitet hat, dann wird es in der Gemeindezeitung auch den Bürgern vorgetragen. So wird das also auch hier geschehen. Wichtig ist Leitfunktion, Identität, Wirkung nach außen. Jetzt haben wir im lokalen Agenda 21-Prozess so ein Leitbild erarbeitet. Neben dem erarbeiteten Leitbild ist es eine Art deklaratorische Funktion, dass wir in den Bereich, schauen wir mal, ob wir das da schön, ah, da sind wir ganz weit hinten. Aha, das ist immer noch das Leitbild der Gemeinde, da habe ich irgendwas, aber das ist ganz unerheblich. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss, den wir fassen müssen, wenn wir einen lokalen Agenda 21-Beschluss hier sozusagen implementieren. Das ist die Unterzeichnung der Charta von Aalborg. Das ist eine Gemeinde, die Sitz einer großen Konferenz war, eine dänische Gemeinde. Deswegen weiß ich nicht, ob man Aalborg so ausspricht, wie ich das gesagt habe. Aber es klingt so halb dänisch. Das Einzige, was ich kenne, ist Wiki und die starken Männer und da ist nicht vorgekommen. Was handelt sich jetzt mit dieser Charta? Es ist das Ergebnis der ersten europäischen Konferenz zukunftsbeständiger Gemeinden und Städte und ist also 1994 abgehalten worden. Damals haben 80 Gemeinden und Städte diese Charta unterschrieben und haben so ein europäisches Netzwerk. Sie sehen also den Begriff Netzwerk, den ich also für die künftige interkommunale politische Zusammenarbeit verwenden möchte, sich in diesen Bereichen schon tatsächlich leben lässt. Also hier haben Gemeinden sich zusammengefunden und haben so ein Netzwerk, das sie genannt haben, Europäische Kampagne zukunftsbeständiger Städte und Gemeinden aus der Taufe gehoben. Also das ist so etwas, wie es mir vorschweben würde, dass man also interkommunale Zusammenarbeit tatsächlich auf politischer Ebene einrichten kann. Es ist so, dass sich dieser Prozess vertieft hat. Viele von Ihnen kennen also noch vom Begriff her Lissabon-Konferenz aus 1996, Hannover 2000. Mittlerweile haben sich schon 1650 lokale und regionale öffentliche Körperschaften, Länder, Städte und Gemeinden diesem Prozess angeschlossen. Und in 39 europäischen Staaten gibt es also schon Mitgliedschaften. Das ist tatsächlich ein gleichzeitig lokales, gemeindeeigenes Projekt und gleichzeitig ein internationales Projekt. Das ist die Stärke auch, die in diesem ganzen lokalen Agenda 21-Prozess liegt. Man möchte also hier den Gedanken dieses Erdgipfels von Rio de Janeiro aus 92 fortführen und man hat also, und das ist eigentlich auch sehr spannend, genau diese 5 Punkte, die ich Ihnen jetzt vortragen möchte, hier für diese Städten und Gemeinden betont. Man hat gesagt, das Ergreifen von Maßnahmen zur Umsetzung umweltgerechter Ziele, den Austausch von Erfahrungen aus der kommunalen Praxis, also sozusagen diese Wissensbörse, dieses Wissensportal, dass man eine Gemeinde kann auch von einer anderen Gemeinde lernen. Ich glaube, dass der gesamte wissenschaftliche Fortschritt ja auch darin besteht, nicht Wissenschaft ist und bleibt, was einer vom anderen abschreibt, sondern dass man einfach gemeinsame Erfahrungen auch austauscht und das, was an Know-how in einer Gemeinde gewonnen wurde, auch mit anderen teilt.
Dann die Unterstützung beim Entwurf der lokalen Aktionsprogramme. Es ist ganz klar, dass man sich bei der Erarbeitung eines solchen lokalen Agenda 21-Prozesses entsprechender Unterstützung von auswärts bedienen sollte. Es ist oft so, dass so Prozessbegleitungen von externen Partnern interessant geführt werden, weil man damit sozusagen eine Chance hat, den Bürger tatsächlich auch zum Experten zu machen. Also diese Frage, die wir uns zuerst gestellt haben, wie kann ich aus dem Bürger den Experten machen, wie kann ich den Bürger überhaupt bitten, dass er mitmacht, wie kann ich ihn einbinden. Wenn dann der Bürgermeister selber nur die Arbeitsgruppe leitet, dann kommen vielleicht wenige andere zu Wort oder trauen sie nicht oder vertreten auch keine oppositionelle Möglichkeit, also keine Meinung im Widerspruch, auch wenn sie gut gemeint ist. Das heißt, man braucht sozusagen einen neutralen Dritten, der das Ganze sogar also sachkundig und von den ganzen Methoden her trainiert leiten kann, damit wir hier diesen Prozess entsprechend beginnen können. Ich glaube, dass die Unterstützung hier notwendig ist und dass man die über diese Netzwerke natürlich auch bekommt. Sie sehen ja, dass wir in den Unterlagen immer auch Internet- und www-Adressen angeben, wo Sie dann entsprechende Materialien finden, falls Sie beabsichtigen, in einen solchen Agenda-Prozess einzusteigen. Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, die interkommunale Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, ich sage es noch einmal, die wichtigste Überlebensfrage der Gemeinde ist, kann hier schon dezidiert und konkret mit Ergebnissen versehen durchgeführt werden und dass man natürlich die Aktivitäten, die auf der höchsten Ebene, sozusagen in diesem Mehrebenenmodell Gemeinde, Land, Bund, EU geführt wird, koordinieren kann. Ich glaube, dass also hier eine Vernetzung der europäischen Interessen mit der Vernetzung der lokalen Interessen sinnvoll gemacht werden kann. Wenn Sie sich jetzt hier entsprechende Unterlagen besorgen wollen, finden Sie auch hier wieder eine Internetadresse. Sie haben Fax- und Telefonnummern angegeben, wo Sie sich also diese Aktionen sozusagen, wo Sie sich dieser Aktionen bedienen können. Wie schaut es jetzt tatsächlich mit diesem wunderbaren Programm? Und ich glaube, es ist für eine Gemeinde ein spannendes Projekt und kann mir vorstellen, dass das auch in Ihren Gemeinden eine sehr spannende Aufgabe werden kann, so einen lokalen Agenda 21-Prozess zu starten. Was passiert jetzt in Österreich tatsächlich? Wir haben schon gesagt, also etwa 6% der österreichischen Gemeinden machen das, was 178 Staaten der Erde, darunter natürlich auch Österreich, beschlossen haben. Die Agenda 21, das Dokument habe ich angegeben, hat 340 Seiten, gibt es auch natürlich in Deutsch, kann entsprechend nachgelesen werden. Wir haben im Artikel 28, diese habe ich schon zitiert, nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt auch auf Gemeindeebene im Sinn. Es ist so, dass man nicht nur diese Experten, das sind also der Geschäftsbesorgungsapparat, Magistrat, Gemeinde und die Politiker hier an einen Tisch bringt, sondern man möchte den kreativen Bürger, den Akteur aus der Wirtschaft, die handelnden Personen aus Politik und Verwaltung zusammenbringen und in einem offenen Beteiligungsprozess sich dieser zentralen Frage widmen zu lassen, wie können wir den Lebensraum, der uns ja alle gemeinschaftlich hier in der Gemeinde verbindet, ohne Kosten der Natur, der gewachsenen wirtschaftlichen Strukturen zu zerschlagen und in unserer Gesellschaft umsetzen. Was müssen wir hier berücksichtigen? Wie können sich gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische Fragen gegenseitig unterstützen? Welche Fehlentwicklungen könnte es geben? Und wie kommen wir zu dieser dauerhaften Nachhaltigkeit, die also hier als Prinzip der nachhaltigen Entwicklung natürlich gefördert wird? Wir haben schon gesagt, wir brauchen Visionen, Leitziele, Maßnahmen zur Umsetzung dieser Idee. 6.400 weltweit resultierende Prozesse, in Österreich sind wir noch ein bisschen hinten noch, macht aber nichts, weil wir hier von den Erfahrungen leben und lernen können, die bereits andere Gemeinden gemacht haben. Ich habe schon gesagt, es sind mittlerweile 140 Gemeinden, wobei die Tendenz steigend ist und hier sehen wir wieder, dass es auch in jenen Gemeinden zu einem besonderen Anstieg der Mitarbeit kommt oder in jenen Bundesländern, wo es von Seite des Landes spezielle Programme gibt. Demnach haben wir in Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark und Wien, sind leider jetzt einmal die vier Bundesländer, die meisten Prozesse, also Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Wien. Es ist so, dass
natürlich die lokalen Agenda 21 Aktivitäten vom jeweiligen Bundesland unterstützt werden, wobei die Landesförderung eng mit der Qualitätssicherung dieser einzelnen Prozesse zusammenhängt. Man möchte also den Gemeinden finanzielle Unterstützung für fachlich ausgebildete bzw. erfahrene Prozessbegleiter und Begleiterinnen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben schon gemeint, wenn wir dieses spannende Thema, wie kann ich jetzt die Bürger und die Akteure aus der Wirtschaft bei all den Mentalreservationen, die es gibt, auf beiden Seiten möglicherweise, in einen solchen langfristigen, doch wichtigen Prozess einbinden, dass wir uns hier externer Hilfe von außen bedienen. Wenn Sie sich jetzt die Tagsätze anschauen, die solche Berater verdienen, dann ist das ja in keiner Relation zu dem, was also hier in den Gemeinden an budgetären Mitteln zur Verfügung steht. Und ich habe selber jetzt die Erfahrung machen dürfen, dass wir bei einem EU-Projekt, wo wir 60 Euro Spesensatz für einen Berater gerechnet haben, nach dem EU-Satz 110 Euro pro Tag hineingeschrieben haben. Spesensatz, also nicht Leistung, sondern Spesen. Also für Leute, die mit dem Beamtenrecht und diesen ganzen Regelungen vertraut sind, von 110 Euro Spesen am Tag sind wir bei all dem, was uns vorgehalten und unterstellt wird, glaube ich, weit, weit weg. Das heißt, natürlich bin ich mir bewusst, dass erfahrene Prozessbegleiter ihr Geld wert sind und der auch nicht 30 Tage im Monat solche Prozesse begleitet, der muss sich entsprechend vorbereiten. Aber trotzdem, wenn er halt dann da ist und seine Manntage zusammenbringt, kostet das einen Haufen Geld. Und daher ist es wichtig, dass wir hier finanzielle Hilfen geben, weil man ja nicht, das sind ja schon wieder Vorleistungen, die eine Gemeinde sozusagen erbringen sollte. Sie nimmt also diesen Prozess in die Hand, bezahlt einen erfahrenen Prozessbegleiter und bis das Ganze dann in irgendeiner Form irgendwelche Auswirkungen hat, hat man einen Haufen Geld ausgegeben. Und um das eben abzufedern, gibt es die Möglichkeit, hier finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes zu bekommen. Neben diesen qualitätssichernden Förderungen bieten auch die Bundesländer Pilotprojekte an. Sie unterstützen eben beim Aufbau dieser Netzwerkstrukturen, bei der Weiterbildung von Akteuren über Bildungsmodule. Ich glaube, dass hier auch ganz interessante Aufgaben für so Weiterbildungsinstitutionen bestehen. Man macht Fachveranstaltungen, Ausstellungen. Man kann also hier auch diese ganzen Schulen und so weiter mit einbinden, wodurch die Bereitschaft, weil auch geleitete Bereitschaft, nicht? Wer kann sich schon freiwillig der Aufforderung des Direktors entziehen, hier mitzuarbeiten, etwas erreichen kann. Das Land Kärnten interessanterweise hat dann noch Fördertöpfe eingerichtet für Projekte, die als Ergebnis aus einem solchen Prozess stammen. Das ist der Vorschlag auch an die anderen Bundesländer, das entsprechend zu machen. Ich glaube, dass man ja teilen muss zwischen dem Einleitungsprozess einer lokalen Agenda 21, also wir haben drei Teile. Nicht? Der erste Prozess ist jener, mache ich es oder mache ich es nicht. Also kann ich die politisch Verantwortlichen, die Administratoren der Gemeinde, die Public Manager einer Gemeinde überzeugen, dass man so einen lokalen Agenda 21 Prozess machen möchte? Wenn ich diesen Prozess abgeschlossen habe und die Gemeinde sagt, ja, ist eine gute Idee, das machen wir. Wir machen es auch jetzt und nicht erst 4 Wochen vor einer Wahl, wo wir es verkünden, sondern wir machen es jetzt, weil es uns wirklich ein ernsthaftes Anliegen ist, also Einleitung. Zweitens, dass man dann den Prozess selbst in Gang setzt, begleitet, ein Leitbild also im Bereich lokale Agenda 21 macht. Und dann in der weiteren Folge gibt es natürlich auch Projekte, Ergebnisse aus diesem Projekt. Und diese Ergebnisse aus dem Projekt Lokale Agenda 21 sollten dann wiederum die Chance haben, weil sie ja tatsächlich auf guter Grundlage erarbeitet worden sind, auch gefördert zu werden, damit sie umgesetzt werden können. Also wenn wir es schaffen, diese drei Teile professionell zu erledigen, ja oder nein, ich hoffe ja, dann Einleitung des Prozesses mit erfahrener Prozessbegleitung und zum Schluss das Ergebnis auch noch umsetzen können, weil es zusätzliche Mittel gibt, dann haben wir, glaube ich, was sehr Vernünftiges gemacht. Und wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut, wird man sehen. Und im letzten Modul, das wir jetzt nach der Pause dann machen werden, werden wir uns mit dem Thema Bürgerbeteiligung noch einmal ein bisschen aus politikwissenschaftlicher Sicht beschäftigen. Danke. Das können